So, Herr Wollmar, zurück zu Ihnen. Sie haben gehört, was der Junge gesagt hat. Wollen Sie sich dazu äußern? Nee, ich habe nichts getan. Mal ganz ehrlich, Herr Wollmann, wir haben Ihre Wohnung ja gerade durchsuchen lassen, aber überhaupt kein Problem, nochmal Beamten dahin zu schicken und nach einer grünen Daunenjacke suchen zu lassen, mit einem Totenkopf hinten drauf, oder? Ja, können Sie ja machen. Moment. Wenn die Beamten bei Ihnen diese grüne Daunenjacke finden sollten, haben Sie ein ganz großes Problem. Ich gebe Ihnen einfach einen Tipp. Sollten Sie mit der Entführung des Babys was zu tun haben, sollten Sie es am besten jetzt sagen. Ja. Dann habe ich kein Problem. Oder? Dann haben Sie auch ein Problem, aber vielleicht ein kleineres. Aber ganz ehrlich, ich habe gar keine Lust, hier irgendeinen Bazar zu eröffnen. Sagen Sie was, wenn Sie es wollen. Wenn nicht, sehe ich ganz emotionsfrei das Ganze. Dann schicke ich zwei Beamte dahin und wir werden schon fündig werden. Moment, Moment. Okay. Wir denken nach, ja? Ich war's. Was? Das ging ja schnell. Was heißt ich was? Waren Sie? Ich habe vor 2 Wochen das Kind aus dem Kinderwagen entführt. Also doch! Sagen Sie mir, wo mein Kind ist! Es ist noch am Leben, wie geht's ihm? Wo ist Olivia? Ehrlich gesagt weiß ich noch nicht mal, ob Ihr Kind noch hier in Deutschland ist. Was soll denn das heißen? Herr Richter, was soll denn das heißen, nicht in Deutschland? Sagen Sie mir jetzt, wo mein Kind ist, verdammt! Ja, sagen Sie es doch bitte schön! Herr Wollmann. Ich hab's im Auftrag von jemand anderem. Wo das Kind ist, sagen Sie jetzt bitte schön sofort. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo Ihr Kind ist. Bei wem ist denn mein Baby? Wer sind diese Leute? Frau Sachs, Sie merken, es regt mich auch auf, aber lassen Sie es mir bitte, ja? Und Sie, Herr Wollmann, Sie sagen jetzt der Reihe nach, was Ihr Sache ist. Ich hab im Auftrag jemand anderen, habe ich dieses Kind aus dem Kinderwagen entführt. Im St. Martinszug. Und warum die kleine Olivia? Spielt keine Rolle, was für ein Kind. Hauptsache ein Baby. Warum dieses jetzt? Irgendwie müssen Sie eine Entscheidung treffen. Jetzt nehme ich dieses Kind. Es hat sich einfach so ergeben. Einfach so ergeben? Ja. Kann es sein, dass sich das auch ergeben hat, weil ein erster Versuch fehlgeschlagen war? Ja. So kann man es auch sagen, ja. Fehlgeschlagen. Ich wurde ja überrascht. Ich wurde ja überrumpelt. Ja, geplant war eigentlich von der Frau Volkert. Warum das wiederum? Ja, ich habe mich rangeschlichen. Dann habe ich das Fenster auf Kipp gesehen. Das war niemand da. Wussten Sie denn, welches Zimmer das Kindzimmer ist? Naja, ich habe halt gewartet, bis Ihr Mann mit Koffer abgehauen ist. Das ist so üblich. Dann verschwindet er auf Geschäftsreise oder sonst was. Sie haben uns ausspioniert? Ja. Und dann, als ich mich dann über den Garten genähert habe, habe ich das Fenster auf Kipp gesehen. Das heißt, Sie wussten wirklich, welches Zimmer das Kinderzimmer war? Ja, klar. Oder als es gekippt war, haben Sie gedacht, jetzt ist die Chance. Der Herr des Hauses ist nicht zu Hause? Ja. Guten Tag. Dann stand ich da im Zimmer, hab nach dem Baby Ausschau gehalten, war aber keins da. Und dann stand sie auch schon vor mir. Das Licht ging an, ich habe mich total erschrocken, umgedreht und dann bin ich wieder geflohen. Ich darf mir gar nicht ausmalen, was gewesen wäre, wenn ich ihn nicht gehört hätte und nicht ins Zimmer gegangen wäre und das Licht angemacht hätte. Also absurd, das klingt. Sie können sich mal ausmalen, was gewesen wäre, wenn Sie Ihr Kind nicht, weil es krank war, bei sich im Schlafzimmer haben. Fast Glück gehabt, dass es krank war. Klingt jetzt komisch, aber in dem Fall stimmt das, ne? In dem Fall war es Glück, und ja. Diesen Handschuh, wieso haben Sie den am Tatort liegen gelassen? Ja, wie der Staatsanwalt schon sagte, ich habe mir den Finger eingequetscht. Ja. Ja, und weiter? Ja, dann habe ich den Handschuh ausgezogen. Ich wollte gucken, was mit meinem Finger ist. Und in dem Moment ging das Licht an. Habe ich den Handschuh wohl fallen lassen. Zu meinem Pech. Ja. Und das Ganze hat sich erledigt. Ganz ehrlich, das alles interessiert mich nicht. Ich will wissen, wo mein Kind ist. Ich weiß nicht, wo Ihr Kind ist. Was soll das heißen? Wie kam es denn dann jetzt? Lass es mal Stück für Stück angehen. Wie kam es denn dann, dass Sie dann noch das Kind, die kleine Olivia von Frau Sachs, entführt haben? Ja, als das nicht geklappt hat, habe ich mich wieder auf die Lauer gelegt. Ich habe mich in Strömling vor einer Tierarzt-Kinderarzt. Entschuldigung, einen Tag nach dem Einbruch stand bei Ihnen die Polizei vor der Tür. Und Sie haben Ermittlungsverfahren am Hals. Sie hatten im Grunde doch schon die Anklage am Hals vor 2 Wochen. Und da gehen Sie auf den Martinsumzug und holen sich noch mal ein Baby, oder wie? Wir kamen ja problemlos auf Sie. Wir hatten den Handschuh und wir hatten Ihre DNA. Aufgrund Ihrer Vorstrafe hatten wir schon eine DNA von Ihnen gehabt. Ne? Es war also klar, dass wir auf Sie kommen. Ich konnte nicht anders. Ich konnte es nicht anders. Sie konnten nicht anders? Ja, mir wurden 50.000 Euro dafür geboten. Derjenige, der mich beauftragt hat, hat das Ganze verdoppelt. 25.000 Euro waren es bei Frau Volkert. Da können Sie nicht anders. Ja. Wer ist der Auftraggeber? Wo ist das Baby? Ist das Baby? Keine Ahnung, wo das Baby ist. Herr Wollmann, jetzt seien Sie vernünftig. Bitte sagen Sie den Namen. Sagen Sie mir jetzt, wer ist denn Ihr Auftraggeber?
Kann ich nicht. Diese Leute haben mein Baby, verdammt! Nachdenken könnte helfen. Also, wer ist der Auftraggeber? Kann ich mir vorstellen, dass die Frau da hinten, die Mutter, das nicht mehr aushalten kann? Grauhof. Gabriel Grauhof. Also. Grauhof. Kennt man die irgendwie? Irgendwie sagt mir der Name. Ja, wahrscheinlich aus der Presse. Aha. Das ist ein Chef von der Baufirma. Oder war Chef von der Baufirma, weil er haufenweise Leute schwarz beschäftigt Grauhof hat. Grauhof aus Großburstadt, richtig, ja, ne? Und da lag auch das Problem, weil er die schwarz beschäftigt hat, konnte die Familie, also seine Frau und er, ja, keine Kinder adoptieren. Ich habe da ein paar Wochen gearbeitet und da kannte er mich und dann ist er auf mich zugekommen, weil er wusste, dass ich meistens knapp bei Kasse bin. Ja. Also, den Herrn Grauhof müssen wir uns vornehmen natürlich. Ne? Herr Staatsanwalt, vergessen Sie nicht, wir sind vor allem auf der Suche der kleinen Olivia. Ja, ja, natürlich. Das wirklich, das alles interessiert mich nicht. Können wir nicht einfach jetzt jemanden losschicken, mein Kind holen? Sie haben ja völlig recht. Sie haben völlig recht. Darum geht es in allererster Linie. Ja. Oder wissen Sie was? Lukas, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Kind. Und währenddessen erklären Sie mir mal eins, Herr Wollmann. Wie sind Sie auf die Emilia Volkert und auf die Frau Kerstin Sachs gekommen? Ich habe mich in Stromling von einer Kinderarztpraxis auf die Lauer gelegt und halt verschiedene Mütter mit ihren Kindern beobachtet. Ja, und bei Frau Volkert war die Sache halt einfach so, weil sie halt sehr weit abseits wohnt. Und die Chance wollte ich dann halt nutzen. Und als das nicht geklappt hat, ist mir dann Frau Sachs ins Auge gefallen, weil sie halt zwei Kinder hat. Und dadurch halt öfters abgelenkt ist. Sind Beamte unterwegs, Herr Vorsitzender? Ja. Da bekannt ist, dass der Grauhof Waffensammler ist, habe ich gleich das SSA vorbeigeschickt. Einfach für alle Fälle. Ne? Dankeschön. Waffen? Oh Gott, meine Olivia! Frau Sachs, versuchen Sie mal ruhig zu bleiben. Die Kollegen, das sind Profis. Die werden mit der nötigen Vorsicht vorgehen. Jetzt haben Sie da bitte mal Vertrauen. Hm? Kann ich denn dann mitfahren? Ja, ich nehme Sie nachher dann mit, aber jetzt warten wir erst mal, bis die Sitzung hier zu Ende ist. Ne? Ja. Gut, ich denke, wir sollten die Abfang hier wirklich noch mal unterbrechen. Ja. Ich hoffe ja, dass die Grauhoffs überhaupt noch im Lande sind. Aber Sie werden das klären. Ich habe einen Antrag zu stellen, Herr Vorsitzender. Ja? Und zwar gegen den Angeklagten Haftbefehl zu erlassen. Ach, was soll das denn jetzt, Herr Staatsanwalt? Wollen Sie sich hierzu äußern? Würden Sie nicht auch Fluchtgefahr bejahen, mal ganz ehrlich? Also Hand wirklich nicht, Herr Staatsanwalt. Mein Mandant hat gerade eine schwere Straftat gestanden. Antrag ist gestellt. Wo besteht deine Fluchtgefahr? Nehmen wir so zum Protokoll. Dann ergeht erst mal der rechtliche Hinweis, dass hier gegebenenfalls auch eine versuchte Kindesentführung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch, § 235 Absatz 4 Satz 2, 123 und 52 Strafgesetzbuch in Betracht kommt. Dann ergeht folgender Beschluss: gegen den Angeklagten Carlos Wollmann wird die Untersuchungshaft angeordnet. Zur kurzen Begründung. Natürlich haben Sie gerade eben die versuchte Kindesentführung und eine Kindesentführung, die heute hier nicht verhandelt wird, gestanden. Aber Sie haben gesagt, Sie haben 50.000 Euro Entlohnung dafür bekommen. Die haben Sie vielleicht noch irgendwo gebunkert. Damit könnten Sie sich jederzeit ins Ausland absetzen. Deswegen Fluchtgefahr. Zum Zweiten ist Ihr Auftraggeber noch nicht wirklich gefunden. Was Sie uns gesagt haben, muss ja nicht der Wahrheit entsprechen. Ist durchaus auch Verdunklungsgefahr gegeben. Es könnte sein, dass Sie einen Auftraggeber noch warnen wollen. Deswegen wird hier die Haft angeordnet und dann ergeht folgender Beschluss. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Fortsetzung in zwei Tagen, gleiche Uhrzeit. Frau Sachs, ich nehme Sie gerne. Wir gehen da raus. Frau Sachs, Frau Sachs, jetzt raus. Kommen Sie mal mit raus. Ich hoffe so sehr, dass es meinem Baby gut geht. Bestimmt, Frau Sachs. Was ist, wenn Sie schon längst weg sind? Danach sah es wohl eher nicht aus. In dem Haus brannte Licht. Ja, und wenn jemand Neues eingezogen ist? Nein, Frau Sachs, versuchen Sie ruhig zu bleiben. So schwer Ihnen das jetzt auch fällt. Oh mein Gott, mein Baby! Frau Sachs, Ihr Baby. Bitte sehr, bitte. Machen Sie sich keine Sorgen, ich glaube, Ihnen geht's gut. Da drin sah es aus wie im Kinderzimmer. Ja, und die Frau, die wir das Kind weggenommen haben, hat ein Kollege gerade eben im Haus festgenommen. Die ist total am Boden zerstört. Also ich glaube, die Frau hat sich sehr gekümmert. So absurd das jetzt auch klingen mag. Dankeschön. Du sagst, ich bringe Sie und Ihr Baby nach Hause. Hm? Unterbrochene Hauptverhandlung gegen Carlos Wollmann wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls wird hiermit fortgesetzt. Zuallererst mal, liebe Familie Sachs, möchte ich Ihnen sagen, oder ich kann Ihnen fast nicht sagen, wie ich mich freue und wie froh ich bin, dass Ihr Baby wohlbehalten wieder da ist und dass Sie es wieder in Ihren Armen haben. Ich aber erst, das können Sie mir glauben. Ich werde Sie nie mehr außer Acht lassen. Kann ich mir vorstellen. Gut, jetzt fahren wir mit der Beweisaufnahme fort. Der Zeuge Gabriel Grauhof, bitte.
auf, nehmen Sie mal bitte hier in der Mitte Platz. Ich muss Sie zunächst mal belehren, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage macht man sich strafbar. Dann kommen wir zunächst mal zu Ihren Personalien. Sie heißen Gabriel Grauhoff, 42 Jahre alt. Sie wohnen in Großburstadt. Sie sind verheiratet, selbstständiger Bauunternehmer, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Herrn Wollmann hier. Dann belehre ich Sie außerdem 55 und 52 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn sich selbst oder vielleicht Angehörige, zum Beispiel Ihre Frau, belasten könnten, Herr Grauhoff. Haben Sie den Angeklagten beauftragt, in Ihrem Namen ein Baby zu entführen? Ich werde hier keinen einzigen Ton zu dieser Sache sagen und meine Frau auch nicht. Also Sie können das für sich entscheiden, aber Ihre Frau kann das dann auch für sich selbst entscheiden. Ja? Also Sie sagen nichts. So ist es. So ist es. Das ist natürlich Ihr gutes Recht. Dann bleibt der Zeuge unvereidigt. Sie nehmen da hinten Platz und wir hören Sie Ihre Frau an. Luise Grauhoff, bitte. Geht es der kleinen Evi gut? Sie, gehen Sie weg. Das geht Sie gar nichts an. Es tut mir leid. Ich habe mich wirklich gut um die Kleine gekümmert. Und abgesehen davon heißt sie nicht Evi. Und jetzt so, Sie setzen sich jetzt einfach mal hin und lassen das bitte her. So, Frau Grauhoff, auch Sie muss ich belehren, dass Ihr Zeugen hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage machen Sie sich strafbar. Die werde ich. Auch bei Ihnen zu Ihren Personalien. Sie heißen Luise Grauhoff, 30 Jahre alt. Sie wohnen in Großburstadt. Sie sind verheiratet, Hausfrau, nicht verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten hier. Nein. Und auch Sie muss ich belehren, 55 StPO. Sie müssen auf einzelne Fragen nicht antworten, wenn Sie sich selbst oder Angehörige belasten könnten. Ja, Frau Grauhoff, wissen Sie, ob der Angeklagte in Ihrem Auftrag oder im Auftrag Ihres Mannes ein Baby entführt hat? Also meine Frau und ich, wir werden hier nichts ohne Anwalt sagen. Herr Grauhoff, Sie lassen jetzt Ihre Frau entscheiden, was sie hier sagen will und was nicht. Ja? Und wenn das nicht klappt, dann können Sie draußen warten. Verstanden? Ich muss das erzählen, Gabriel, bitte. Es tut mir so leid. Ich habe das nicht gewollt, Frau Sachs. Ich habe erst jetzt erfahren, wo die Kleine herkommt. Ich habe das nicht gewollt. Es tut mir so leid. Sie müssen mir glauben. Ich habe mich gut um die Kleine gekümmert. Jetzt, wo sie mir wieder weggenommen wurde, da kann ich sie erst so richtig verstehen. Sie verstehen doch gar nichts. Ich bin die Mutter. Und Sie sind ein Nichts. Es tut mir trotzdem leid. Es tut Ihnen leid? Mir wollten Sie auch mein Baby wegnehmen. Jetzt bitte, Sie wollen doch auch, dass das Ganze aufgeklärt wird. Lassen Sie mal. Und Sie erzählen mir jetzt, wie es überhaupt dazu kam, dass letzten Endes das Baby der Familie Sachs bei Ihnen war. Mein größter Traum ist es, Mutter zu sein. Ich wünsche mir nichts sehnlicher als ein Baby, aber ich kann keine bekommen. Ja, und da haben Sie sich gedacht, Sie nehmen sich irgendeins, Sachs, ha? Bitte. Lassen Sie nur, sie hat ja recht. Es tut mir so leid. Aber wissen Sie, ich war so verzweifelt, dass das mit der Adoption nicht geklappt hat. Und Gabriel liest mir wirklich jeden Wunsch von den Augen ab. Und da hat er mir dieses Baby besorgt. Besorgt? Bitte jetzt, Frau Volkert. Adoption, wieso hat es nicht geklappt mit der Adoption? Naja, wir hätten schon ein Kind adoptieren können. Allerdings ein älteres, weil Gabriel ja auch älter ist. Aber dann war da diese dumme Sache mit der Schwarzarbeit auf einer der Baustellen. Und dann haben wir gedacht, dann können wir es jetzt alles vergessen. Und tja, wegen des Führungszeugen ist es, oder? Das man braucht. Ja, und dann... Aber der Kinderwunsch, der bestand weiter. Ja, und ich habe nur noch geweint, Tag und Nacht. Und Gabriel konnte sich das irgendwann nicht mehr mit ansehen. Und da hat er mir versprochen, dass er ein Waisenkind für mich aussuchen wird. Er hat gesagt, er hat Mittel und Wege auch ohne Adoption. Und als er dann mit der kleinen Evi vor mir stand, ich habe mich sofort in das kleine Mädchen verliebt. Sie war so süß und ich habe nicht gefragt, wo er sie her hat. Ich habe wirklich gedacht, es wäre ein Waisenkind und vielleicht auch aus Angst vor der Wahrheit. Und ich wollte sie auf gar keinen Fall wieder hergeben. Ich habe mich wirklich gut um die Kleine gekümmert. Das müssen Sie mir glauben. Tag und Nacht. Ich habe wirklich alles. Ganz ehrlich? Ich hoffe ja, dass Sie und Ihr Mann für immer weggesperrt werden. Sie sind eine Gefahr. Und ich soll Ihnen wirklich glauben, dass Sie keine Ahnung hatten, wirklich nicht, dass Ihr Mann ein Baby entführen ließ. Ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde. Aber glauben Sie, es ist meine Schuld, weil ich immer nur geweint habe und weil er so verzweifelt, er muss so verzweifelt gewesen sein. Ich hätte nie gedacht, dass er so weit gehen würde, wirklich ja, wo nicht. Wo soll das Baby dann herkommen? Ich habe gedacht, das wäre wirklich ein Waisenkind.
Ach, und Waisenkind, das kriegt man einfach so. Naja. Gibt's noch Fragen an die Zeugin? Keine. Danke. Ja, bleiben Sie unvereidigt. Nehmen Sie bitte wieder nach hinten. Ich habe noch einen Bundeszentralregisterauszug. Sie sind ja schon vorbestraft, Herr Wollmann. Eine Eintragung, Carlos Wollmann. 10.12.2007, Amtsgericht München, Raub, 120 Sozialstunden. Noch irgendwelche weiteren Anträge, weitere Erklärungen? Dann schließe ich die Beweisaufnahme. Herr Staatsanwalt, bitte. Hochgericht, Frau Verteidigerin, der Angeklagte war tatsächlich wie angeklagt im Hause der Familie Volkert, aber nicht wie angeklagt, um dort Geld oder Wertgegenstände zu entwenden, sondern um dort ein kleines Kind mitzunehmen. Dass er dann erst beim St. Martins Umzug, ich sag's mal provozierend, erfolgreich war, das wird Gegenstand einer neuen Anklage sein. Die Frage ist, ob und wenn, wie er heute für die Aktion bei den Volkert zu bestrafen ist. Klar ist, der Angeklagte hat versucht, den Kleinen dort mitzunehmen. Die Frage ist eben, ist das Ganze strafbar? Das Gesetz sagt, an sich ist der Versuch strafbar, aber natürlich müsste der Angeklagte dann unmittelbar zur Tat angesetzt haben. Soll vereinfacht heißen, er müsste nach dem Motto gehandelt haben, jetzt geht's los. Wo war er? Er war schon im Zimmer des Kleinen. Er wollte ihn dort mitnehmen, musste dann aber feststellen, da ist er nicht. Das heißt, nach seiner Vorstellung hatte er eigentlich alles getan, um den Kleinen jetzt sofort mitzunehmen und der Familie letztlich zu entziehen. Und damit haben wir die Voraussetzungen hier gegeben für einen Versuch. Der Angeklagte handelte hier, um an viel Geld ranzukommen. Der Angeklagte handelte mit dem Wissen, dass die Eltern ihr Kind vermuten, nie mehr wiedersehen würden. Und deswegen gelange ich hier trotz des Geständnisses zu einer empfindlichen Freiheitsstrafe und beantrage eine solche von 3 Jahren. Vielen Dank. Dankeschön, Herr Staatsanwalt. Frau Verteidigerin, bitte. Hohes Gericht, Herr Staatsanwalt, ja, ich meine auch in diesem Fall tragisches Schicksal. Das Kind ist entführt worden. Jetzt ist es Gott sei Dank wieder befreit und an die Eltern zurückgegeben worden. Müssen wir aber die Kirche im Dorf lassen, Herr Staatsanwalt. Mein Mandant ist nicht der Drahtzieher dieser Aktion. Natürlich ist sein Verhalten nicht zu rechtfertigen, nicht zu entschuldigen. Aber wir müssen doch berücksichtigen, dass er hier freiwillig ein Geständnis abgegeben hat. Ohne sein Geständnis hätten wir die Sache heute überhaupt nicht aufgeklärt. Ohne sein Geständnis hätten wir auch das Kind nicht wiederfinden können. Wir hätten überhaupt gar keine Spur in Richtung Eheleute Grauhof aufnehmen können. Also ich meine, da hat mein Mandant heute die Hosen freiwillig runtergelassen und dafür muss er auch belohnt werden. Auf der anderen Seite muss man natürlich sehen, dass es für die Eltern qualvolle Wochen waren. Ja, in der Unwissenheit, was ist mit der kleinen Olivia passiert. Aber das ist eigentlich gar nicht das, was wir heute verhandeln. Sondern wir verhandeln ja, wie gesagt, den versuchten Einbruchsdiebstahl. Nach dem rechtlichen Hinweis völlig zu Recht und auch nach Ihren Ausführungen, Herr Staatsanwalt, hat sich mein Mandant hier, das steht außer Frage, einer versuchten Kindesentführung strafbar gemacht und eines Hausfriedensbruchs. Und ich meine, dass hier eine Freiheitsstrafe von 1 Jahr Tat und Schuld angemessen ist, die selbstverständlich zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Danke, Frau Verteidigerin. Herr Wollmann, Sie haben beide Anträge nun gehört. Sie können sich jetzt selbst noch verteidigen. Sie haben auch das letzte Wort. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, dann ziehe ich mich mit den Schöffen zur Urteilsberatung zurück. Im Namen des Volkes verkündige ich folgendes Urteil. Der Angeklagte Carlos Wollmann ist schuldig der versuchten Kindesentziehung in Tateinheit mit Hausfriedensbruch, § 123 Absatz 1 und Absatz 2, 235 Absatz 4 Nummer 2, 22, 23 und 52 Strafgesetzbuch, wird deshalb zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren sowie zu den Kosten des Verfahrens verurteilt. Nehmen Sie bitte Platz. Es ergeht dann noch der Beschluss, der Haftbefehl bleibt aufrechterhalten und in Vollzug. Also vielleicht sollte ich das zuallererst noch mal klar machen. Wir verhandeln und urteilen heute nur über einen von 2 Fällen, die zusammenhängen. Nämlich den Fall der tatsächlichen Entführung Olivia Sachs. Den verhandeln wir heute nicht. Das ist hier nicht angeklagt. Da wird es ein neues Verfahren geben. Da wird es dann auch eine nachträgliche Gesamtstrafe mit der heutigen Strafe geben. Heute können wir hier eigentlich nur Umstände aus diesem Fall berücksichtigen, die ein Licht auf den Angeklagten werfen. Aber dazu komme ich dann später noch. Heute geht es also darum, wie er bei Ihnen, Frau Volkert, eingestiegen ist in der Nacht zum 29. Oktober gegen 3 Uhr in Ihr Kinderzimmer und den kleinen Jakob nur deshalb nicht mitgenommen hat, weil der bei Ihnen war, in Ihrem Schlafzimmer, weil er krank war. Somit ist das Ganze hier kein Einbruchdiebstahl. Diebstahl gibt es nur bei Sachen und nicht bei Menschen, sondern eine versuchte Kindesentziehung und zugleich ein Hausfriedensbruch. Das Versuchsstadium ist sicherlich erreicht. Er ist eingestiegen und er hätte ihn mitgenommen, wenn er da gewesen wäre. Also nur weil das Bettchen leer war, ist das Ganze letzten Endes gescheitert. Und das Ganze gegen Entgelt. Viel Geld hätte er sogar dafür bekommen. Dadurch wird es zum Verbrechen. Mindeststrafe 1 Jahr Freiheitsstrafe. Gibt keinen Grund, das zu mindern für uns. Ganz klar gegen den Angeklagten spricht, dass er hier völlig skrupellos vorgegangen ist, habgierig, dass es ihm egal war, was mit der Familie passieren würde,
dass er vorbestraft ist wegen Raubes. Und jetzt kommt für mich das Entscheidende und Schlimmste. Und jetzt kann ich eben Ihren Fall wieder berücksichtigen und muss es sogar. Da ist er erwischt worden. Und was macht er? Kurz danach, weil sein Auftraggeber noch mal ein bisschen Geld zusätzlich reinbuttert, macht er weiter. Entführt dann tatsächlich noch ein Kind, obwohl er schon die Anklage am Hals hatte, obwohl er im Grunde schon wusste, bald ist mein Gerichtstermin, da geht's um alles. Nein, da macht er weiter. Und das ist für uns ganz klar der Grund gewesen, dass wir hier überhaupt keinen Raum haben, eine positive Prognose dem Angeklagten zu stellen, dass er nicht wieder straffällig wird, weil ein Verfahren ihn offensichtlich nicht davon abhält, wieder straffällig zu werden. Und das kompensiert natürlich bei Weitem seinem Geständnis. Natürlich muss man klar sagen, das Kind wäre nicht gefunden worden, wenn er nicht gesagt hätte, wo es ist. So, und so kommen wir zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren, die natürlich eben nicht zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Darauf kommt es aber unterm Strich gar nicht an, denn wegen der Entführung Ihres Kindes wird Ihnen garantiert eine Strafe erwarten, die deutlich höher ist, in einem Bereich, wo man über Bewährung nie und nimmer reden muss. Gegen das heutige Urteil können Sie innerhalb einer Woche Revision oder Berufung einlegen. Ihre Frau Verteidigerin wird Sie insoweit beraten. Frau Grauhof, Sie haben gesagt, ich verstehe, was die Familie Sachs durchgemacht hat. Vielleicht verstehen Sie inzwischen sogar wirklich, dass Sie selbst Unrecht getan haben. Und vielleicht verstehen Sie auch, dass Sie denen was angetan haben. Aber ich glaube, Sie werden nie verstehen, wie sich Eltern fühlen, wenn ihr Kind einfach weg ist und man weiß nicht, wo es ist. Denn das ist ein Gefühl, das kennen sie gar nicht als Nicht-Eltern. Die Liebe von Eltern, die übersteigt alles. Und das gilt leider auch für den Verlust. Der Verlust eines Kindes übersteigt ebenso alles. Aber das sind Dimensionen, in denen der Angeklagte überhaupt nicht denkt. Der denkt nur, 50.000 Euro, da konnte ich nicht Nein sagen. Da konnte er vor allem nicht nachdenken. Und damit ist die Hauptverhandlung geschlossen. Carlos Wollmann wurde in einem späteren Verfahren unter Einbeziehung des heutigen Urteils wegen gemeinschaftlicher Entziehung Minderjähriger zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Gabriel Grauhof wurde wegen gemeinschaftlicher Entziehung Minderjähriger und gemeinschaftlich versuchter Entziehung Minderjähriger zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren verurteilt. Luise Grauhof wurde wegen Entziehung Minderjähriger zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten mit Bewährung verurteilt.